Pam und Tommy erobert Anfang 2022 die Serienwelt und mit Lily James und Sebastian Stan können sich Fans auf ziemlich heiße Szenen freuen. Im Dezember 2020 wird verkündet, dass Pamela Anderson und Tommy Lees rasante Liebesgeschichte auf die TV-Bildschirme kommt. In der Hauptrolle der sexy Blondine ist niemand Geringeres als Hollywood-Beauty Lily James. Ihren Lover Tommy spielt Marvel-Superstar Sebastian Stan. Doch was genau wird in der Miniserie auf Disney Plus überhaupt alles thematisiert? Wie soll es auch anders sein? Natürlich die wilde Romanze der zwei mit allen Skandälchen und auch das gestohlene Sextape ist Thema. 1996 entwendet nämlich ein Handwerker den privaten Clip, den Pam und Tommy während ihrer Flitterwochen drehen, aus dem Safe des Rockers. Das intime Video der zwei landet letztendlich in der Erotikbranche, sodass unzählige Fans dieses Filmchen zu Gesicht bekommen. Erste Bilder vom Set zeigen, Supporter können sich wirklich auf die geballte Pam und Tommy Power freuen. Vor allem Lily überzeugt schon jetzt als blonde Sexbombe. Die 32-Jährige sieht dem Sexsymbol der 90er Jahre zum Verwechseln ähnlich. Doch woher kennt man die Beauty? Ihren großen Durchbruch feiert die Schauspielerin 2015 mit der Disney-Realverfilmung Cinderella. Später ist sie unter anderem in der Fortsetzung von Mamma Mia zu sehen. Und spielt 2020 an der Seite von Armie Hammer in Rebecca die Hauptrolle. Privat lässt es die Schönheit ebenfalls nicht gerade ruhig angehen. Nach ihrer Beziehung mit The Crown-Star Matt Smith hat die Leinwand-Beauty eine kurze Affäre mit dem verheirateten Schauspieler Dominic West. Seitdem ist es liebestechnisch etwas ruhiger um Lily. Sie konzentriert sich jetzt voll und ganz auf ihre Schauspielkarriere. Genauso wie ihr Co-Star Sebastian. Auch er verwandelt sich mit einer erstaunlichen Ähnlichkeit in seine Rolle Tommy Lee. Und für Marvel-Fans ist der Hottie auch kein Unbekannter. Der 39-Jährige spielt nämlich seit 2011 Bucky Barnes aka der Winter Soldier. In allen Captain America-Filmen und in den letzten zwei Avengers-Streifen ist der Bo Teil des Casts. 2021 bekommt sein Marvel-Charakter sogar mit The Falcon and the Winter Soldier eine eigene Serie. Doch was sagen eigentlich Pam und Tommy zu der Serie über ihre Liebe? Die heute 54-Jährige sieht das Biopic über sich und ihren Ex kritisch. Ein Insider verrät, Pamela hat nicht vor, sich diese grässliche Show anzusehen, niemals. Sie und ihre Familie halten die Show für einen billigen Abklatsch. Die ganze Sache ist für sie nur ein Witz. Tommy hingegen ist gespannt auf die Miniserie. In einem Interview erzählt er: Ich kenne Sebastian, er spielt mich. Nach dem, was er mir erzählt hat, ist es eine wirklich schöne Geschichte. Ich glaube, viele Leute denken, dass es nur eine Sache ist, aber es geht wirklich um die Privatsphäre und wie die Dinge damals verrückt wurden. Ab dem 2. Februar 2022 können Fans sich dann ein eigenes Bild machen, wie verrückt Pam und Tommys Leben damals wirklich ist.